Okay, weiter geht's. Mensch, Pokémon. Was ist denn nochmal das für ein Gebäude? Diese Fahrzone, stimmt ja. Wir wollten ja jetzt in diesem Part uns den Surfer holen. Okay, dann probieren wir es nochmal. Diesmal schaue ich mich nicht so genau um wie im letzten Part, sondern werde jetzt direkt versuchen, dieses Haus zu finden, wo man Surfer bekommt. So, ich glaube, es geht hier lang, ne? So weit kann ich mich noch erinnern. Gehen wir mal da lang. Okay. Dann sind hier wieder diese Baumdinger da. Baumstümpfe, wie auch immer. Dann bis jetzt ist noch kein Pokémon aufgetaucht. War ja klar, dass wenn ich was sage, dass dann sofort wieder ein Pokémon auftaucht. Das ist immer dasselbe. Ich schmeiß da jetzt einen Stein drauf, so. Selber schuld. Ja, verpiss dich. Hau ab. So. Wo geht's denn irgendwo lang? Ich hab keine... Da geht's lang. Nach unten links, okay. Oh wei, oh wei. Haben wir schon einen Oval? Egal, fangen wir es einfach mal, ist ja egal. Im letzten Part wollte ich es nicht fangen, aber ist jetzt auch egal. Wir sind hier auch schließlich da, um noch ein paar Pokémon zu fangen, nebenzu. Also geht doch. Ich werde ihn exekutieren. Nein, ich möchte Oval keinen Spitznamen geben. Tut mir leid. Vielleicht ein anderes Mal. Raupi! Hier gibt's Raupis? Lol. Mit so einem hohen Level. Hätte schon längst ein Smetbo sein können. Und was ist jetzt? Es ist ein... Oh wei. Dich haben wir doch schon. Also weg mit dir. Komm, ich hau ab. Tschüss, oh wei. Man sieht sich. Wo bist du jetzt lang? Jetzt lang. Hier kann ich mich erinnern, da geht's irgendwo hin, da wo, wo es nicht weitergeht, zu einer Sackgasse. Kakuna. Naja, Kakuna braucht man nicht, wir haben einen Bibor, da braucht man keinen Kakuna. Es sei denn, wir wollen alle Pokémon fangen, aber das wollen wir hier ja nicht. Oje, oje. Ah, wir müssen doch hier lang. Wie viele Schritte haben wir noch? 324. Das müssen wir reichen, falls wir es schaffen sollten. Okay, und nochmal ein wildes Pokémon. Es ist ein Paras. Haben wir den letzten Part schon gefangen. Das heißt, ich fliehe jetzt einfach mal. Tschüss, Paras. Okay, jetzt müssen wir nach oben. Nein. Diese Parasiten hier. Überall in der Safari-Zone gibt es Parasiten. So, jetzt aber. Okay, jetzt wird es schwierig. Ich gehe mal nach oben. Aha, okay, jetzt wird es sehr kompliziert, aber es sieht schon richtig aus. Aha, sieht sehr gut aus. Aha, aha, Goldzähne, ne? Ja, genau, Goldzähne. Und hier finden wir das versteckte Haus. TM32, schaue ich mir später an. Und da ist das versteckte Haus. Oder ist es das? Ja, müsste eigentlich sein, ne? Using baits will make Pokémon easier to catch. Wie viele Schritte haben wir noch? 183. Tossing rocks at Pokémon might make them run, but it's fun to do. I thought it was a secret house. Boomer! Was Boomer? Zu viel zu viel Left 4 Dead 2 gespielt oder was? Ich dachte schon, wir wären hier richtig. Naja. So kann man sich täuschen. Wo ist es denn? Das Haus? Müssen wir hier nach unten? Nö, vielleicht müssen wir zurück. Naja, immerhin haben wir schon die Goldzähne. Das ist ja schon mal was. Vielleicht müssen wir hier statt unten gleich direkt nach unten laufen. Aber ich glaube, die Schritte reichen dafür nicht mehr aus. Tschüss, Paras. 81 Schritte, das wird knapp. Das wird sehr knapp. Und noch ein Paras. Na komm, ich speed jetzt ein bisschen. Nein. Okay. So, ich glaube, das sieht schon richtig aus. Ich weiß doch nicht.
Ich spiele es hier blind, woher soll ich das wissen? So, tschüss. Ne, hier sind wir ganz falsch. Aber ich glaube, vorhin war das schon richtig. Aber wir haben keinen Surfer bekommen. Merkwürdig, merkwürdig. Ja, gut, wir haben noch 43 Schritte, das schaffen wir nicht mehr. Aber immerhin haben wir die Goldzähne bekommen. Ist doch auch mal was. So, wollen wir hier ein bisschen angeln? Ach ne, die Angel haben wir hier abgelegt, ne? Schade. Wäre jetzt schön zum Angeln hier. Holy. Na, fangen wir es einfach mal, ist ja egal. Damit sich unsere Box ein bisschen füllt. Nicht damit wir später behaupten, wir haben keine Pokémon gefangen. Ne? Wir wollen ja auch schließlich noch ein paar Pokémon fangen, auch wenn wir sie nicht brauchen. Okay, Honyu hätten wir. Ist zwar nichts Großes, nichts besonders Wichtiges, aber naja. Honyu ist Honyu. Bedle, Bedle. Bedle was Transferetto, ja. Dim, dim. Ja, die Zeit ist abgelaufen. Leider, leider. Ne, ich probiere es später nochmal. Ich schau mal nach, wo wir die Goldzähne abgeben können. Ah, hier geht's weiter. Hier waren wir noch nicht. Interesting. Do you have a pass? Was? Do you have a pass? Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Versteht das einer von euch? Egal. Okay, hier ist eine Wasserroute. Schade, dass wir unsere Map nicht dabei haben, aber wir haben ein Pokémon, das fliegen kann, soweit ich weiß. Ah nee, wir haben es abgelegt. Schade, schade. Aber hier ist eine schöne Wasserroute. Ich mag Wasserrouten. In dieser Edition zumindest. Weil es hier so wenig Wasser gibt. Ich habe keinen Pass. Mensch, Meier. Lass mich durch. Ich habe hier ein paar Zähne. Die muss ich irgendwo abgeben. Man soll, jetzt sind hier nur diese drei Häuser da. Ich schaue mir dann gleich diese Wasserroute an. Zuerst zeige ich die Pokémon, auch wenn wir gar nicht gekämpft haben. Aber ist ja auch egal. Ah ne, jetzt nehme ich noch das andere Pokémon mit und lege Beedrill ab. Wobei, es gibt in dieser Wasserroute ein paar Zerschneiderstellen. Ist zumindest im Originalen. Vielleicht finden wir sogar noch ein paar Items. Die in dieser Route. Glaube ich zumindest. Ja, was ist das denn? Simsko? Mitten hier im Meer? So, ich muss da mal rein. There is a legendary Pokémon in the Tower Plant. Da ist ein legendäres Pokémon hier drin. Ich weiß es denn, Zapdos? Na, das Haus sieht eher aus wie das Kraftwerk, kann das sein? Na gut, also mit dem Level bin ich schon zufrieden, was du da hast, Level 45. Na, Pralli, sehen wir dich erst einmal. So, bitteschön. Und jetzt, ja, du kannst dich angreifen, ne? Es wird gerappt, Alter. Rap-Taktik. Und tschüss. Ten Toxer ist es, ne? Yep, Ten Toxer, dachte ich mir. Ah, Kreideschrei. Naja, Kreideschrei ist nicht besonders heftig. Hat sogar nicht getroffen, also, ja. Drachenwut. Drachenwut ist immer gut. Drachenwut ist immer gut, ja. Umklammerung, die schwächste Angreifattacke ever. Ich denke halt nur die Initiative, aber ansonsten ist die Attacke völlig scheiße. Ich meine, schaut mal, wie wenig das abzieht. Nur ein paar KP. Da müsste man 100 mal Umklammerung einsetzen, um ein Pokémon zu killen. Na toll, jetzt erhöht er seine Verteidigung. Auch wenn es ihm nichts mehr bringt, weil wir greifen eh mit Drachenwut an und Drachenwut zieht eh immer 40 KP ab. Also kann es mir egal sein. Tschüss, Tentaxa, Ten Boxer. Nicht fluchen hier, das ist ein Kinderspiel. Das Pokémon-Haus, okay. Naja, das sieht so aus wie im Originalen. Leider. Nichts wurde umgebaut. Aber was gibt's für Pokémon drin? Hier, Magnetilo. Level. Das Level ist ja. Also, die Level, die werden langsam mal richtig übertrieben. Ich glaube, ich werde da mal wieder trainieren müssen. Leider.
Oh nee, ich hasse trainieren. Thunderwave. Nachmacher. Lass mir was anderes einfallen. Das macht mich wütend. Kreideschrei. Naja, der greift bestimmt eh nur mit Ultraschall an oder mit Spezialattacken. Wie Donnerschock. Also ich hatte völlig useless gerade. Ach, ich werde uns fangen können. Nur wobei, wir haben ja unsere Superbälle verkauft. Ich glaube, wir müssen nur mal wieder ein paar kaufen, weil wenn plötzlich so ein legendäres Pokémon auftaucht und wir keine Bälle haben, das wäre schon uncool. Verlassen wir das erste Mal das Haus. Wir wollen so. Ich kenne ja das Haus, wir wollen ja uns noch was anderes anschauen. Voltoball. Voltoball, tschüss Voltoball. Was, du lässt mich nicht fliehen? Was, du killst dich selber? Na ja, gut, wenn du meinst. So, bist du jetzt glücklich? Doofes Voltoball. Wo geht's denn hier noch lang? Außer Wasserträne, die hier am Rand ihr Unwesen treiben und uns nicht durchlassen. My boyfriend gave me big pearls. Zweideutig, aber gut. Shelder, Muschas. Oh Gott, Level 51. Und es ist vom Typ, kann auch Eisstrahl. Ja gut, lassen wir Shelder gegen mal seine Entwicklung antreten, ne? So, hier. Du hast dein Meister gefunden, Muschas. Ich setz mal Spike Cannon ein. Muschas kann keinen Spike Cannon, weil es sich entwickeln muss, um die Attacke zu lernen. Nur Silberblick. Naja, gut. Zieht aber wenig ab. Also, unser Spike Cannon jetzt. Die hatte ich stärker in Erinnerung, wo ich es früher gespielt habe, die Edition. Da hatte ich auch mal einen Austausch. Da war die Attacke Spike Cannon kam mir stärker vor. Naja. Wir schaffen es auch trotzdem, es zu killen. Also, jetzt der setzt er eh nur Silberblick ein. Und das ist der Todesschlag. Tschüss, Muschas. So, was kommt jetzt? Schon wieder Tendoxa. Jetzt geht's los mit diesem Wasser-Pokémon. Ich lasse mal Kiffer ein bisschen ran mit seinen Elektro-Attacken. Auch Kiffer muss ein bisschen leveln. Thunderbolts. Ich setze eine Barriere ein. Was soll denn das für Barriere, ne? Wir greifen doch eh mit Spezial hier an. Oder will sie vielleicht vor einem Finale schützen? Weil Finale ist ja eine normale Attacke. Oh Mann, ich habe mal wieder vergessen zu trinken. Jetzt habe ich schon wieder so eine veränderte Stimme langsam. Scheiße, es müsste Turtag sein. Nein, Austausch. Oh Gott, ich habe einen Austausch und ich weiß nicht, dass es Cloister im Englischen heißt. Ich sollte mich schämen. Hat zwar eine hohe Verteidigung, aber das bringt nichts, weil wir greifen mit Spezial an. So, nur mit Donnerblitz und Austausch ist tot. Ich habe einen Austausch, daher muss ich seine Schwächen ja kennen. So, Level 50 für Kiffer, damit das stärkste Magma, was ich je hatte. Don't touch my purse. Den Spruch muss ich mir merken. Oje, oje, überall Trainer, Trainer, Trainer. Es ist schön, dass hier eine Wasserroute ist, aber die Trainer hier finde ich ein bisschen scheiße. Naja, das ist Pokémon, ne? Da muss man ja ein bisschen trainieren. Ah, noch eine Trainerin. Die habe ich völlig. Ich dachte, wir haben die schon. I'm teaching my Pokémon how to swim. Ich bringe meinem Pokémon das Schwimmen bei. Wahrscheinlich hat die so Wasser-Pokémon, die schon längst schwimmen können. Und daher ist ihr Dialekt völlig unnötig, oder? Natürlich. Hallo Goldini, kannst du nicht schwimmen, hä? Tja, du armes Goldini, kannst nicht schwimmen. Was war das denn jetzt? Ach du Scheiße, das war Hornbohrer. Aber unser Pokémon hat doch... Scheiße, das Level ist gleich. Oh, fuck. Er hat uns mit Hornbohrer gekillt, das ist mir... Das passiert mir echt selten. Es gibt Rache, es gibt fürchterliche Rache, Kiffer.
So, jetzt bringt dir dein Hornbauer nichts mehr. Thunderbolt! So, was kommt jetzt? Wahrscheinlich wieder Gold King, oder? Gold King, ne? Cedar King. Ne, Quatsch, Sea King. Der Meereskönig auf Deutsch übersetzt. Der kann bestimmt auch Hornbohrer, aber funktioniert nicht, weil unser Pokémon das höhere Level hat. Hornbohrer geht dann bei Pokémon mit, das das gleiche Level, das niedrigere Level hat. Ebenso wie Geofissur und andere K.O.-Attacken. So, die Lesbe hätten besiegt. Und, ja. Da ist noch eine. Check out my buff, Physique. Was redest du da? Ich verstehe dich nicht. Oh, fuck, hier ist ein Mann. Scheiße, oh, fuck, der hat sogar einen Gyarados. Ein doppelter Grund, ihn zu killen. So, Eisstrahl. Hüpp, sehr effektiv. Na ja, gut. Hüpp, eingefroren. Na gut. Aber sehr effektiv. Ich meine, Gyarados ist Wasser, Wasserflug. Naja. Da wäre es eigentlich normal stark, also nicht sehr effektiv. Eher normal. Normale Stärke. Aber das ist die erste Generation. Oh Gott, ich hasse die erste Generation. I got my bad Pokémon her. Ein Vogelfänger, natürlich. Birdkeeper. Natürlich, hat er einen Eevee-Tag. Und natürlich setzen wir Protecti ein, das ist genau das richtige Pokémon für Protecti. Mirror May failed. So, One-Hit-Kill hatten wir ja lang nicht mehr. Pidgeot, das ist Tauboss, oder? Ja, Tauboss, genau. Ich mach dich fertig. Die Attacke zieht nicht viel ab. So, und jetzt machen wir Spaß halber klar. Na toll. Machen Sie mal einen Spaß, geht's daneben. Okay, jetzt mache ich wieder eine Serious. Spike Cannon. Und Level up für Protect Level 53. Damit das stärkste Pokémon, was wir haben. Porenta! Ich hätte wechseln sollen zu Smogmog, aber naja, lass mal halt Protecti mal ein bisschen seinen Spaß. Die Level sind gleich. Aber die Stärke ist immer noch besser für Protecti. So. Oh Gott, hier kann man sich echt leicht verlaufen, weil hier überall so Stege sind. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, da kann man sich echt leicht verlaufen. Uiuiui, ui, naja. Gehen wir zurück ins Pokémon Center, ich muss Dragon hier heilen, wir wollen es ja entwickeln. Und dann kaufe ich mir auch noch gleich ein paar Bälle. Was ist denn eigentlich die Themen, die wir gefunden haben? Jetzt schaue ich mir sie mal an. Wir haben in der Survival-Zone eine Themen gefunden. Nein, nicht das, sondern das da. Double Team. Naja. Könnte man Smogmog geben in Kombination mit Toxin. Und Erholung, aber jetzt haben wir ja schon Attackenset fürs Smogmog, also das jetzt zu ändern wäre ein bisschen dumm. Aber ich glaube, Doppelteam habe ich in einem Attackenset eines Pokémon reingeschrieben. Moment, ich schaue schnell nach, welches Pokémon ich Doppelteam reingetragen habe. Okay, Doppelteam steht in keinem Pokémon drin, ist mir aufgefallen. Naja. Soll ich die Attacken vorlesen? Ich habe hier gerade das Word-Dokument offen, wo sie dran stehen, die Attacken. Nee, sage ich nicht. Soll eine Überraschung sein. Falls ihr es sehen wollt, dann schaut euch den letzten Part dieses Let's Plays an. Falls es den schon gibt. Also, ja, momentan gibt es den noch nicht. Also, bei meiner Aufnahme. I love floating with the fishes. Giovanni! Oh nein! Giovanni, also getarnt als Mädchen, möchte kämpfen. Oh, du Scheiße. Nein. Scheiße, Stami. Was machen wir jetzt? Das ist Giovanni, das ist unser Boss. Wir kämpfen jetzt gegen Boss. Er ist nur getarnt.
von der Welt. So, das müsste ihn schon mal aufhalten. Und jetzt wird gerappt, Alter. Ach du Scheiße, Giovanni. So, scheiß Transvestit hier. Und Level 49 für Alduine. Hüpf, er hat sich wieder umgezogen. Na ja, gut. Hallo, ich bin hier. Achso, du willst, dass wir hier kämpfen? Na gut. Are you on vacation too? Schon wieder einer. Oh mein Gott, wo bin ich hier gelandet? Lauter Lesben, ey, ich meine Transen. Echt komische Route. Ich habe Angst, Leute. Ich habe echt Angst jetzt. Das ist der gruseligste Moment ever in Pokémon. Sogar der Pokémon-Turm ist nichts gegen diese Route hier. Rest. Thunderbolt. So. Aurora-Strahl. Na gut, ich hätte gedacht, dass er Eisstrahl stattdessen einsetzt, aber naja. Und Juron hat mir geschockt. Okay, Kingler ist hier. Ja, lass mal Kiffer noch ein bisschen wenig austoben. Kiffer muss ja auch ein bisschen trainieren. Ah, ich glaube, ich muss die Pokémon bald offscreen auf Level 55 trainieren. Das wird ein Spaß, Leute. Das wird echt ein Spaß. Das Trainieren gibt mir echt sowas von auf den Senkel. Ich hasse Trainieren. Aber in Hex ist es üblich, dass man sehr oft trainieren muss. Leider. So, ich nehme Donnerblitz für Zedra King. Zedra, ne, wisst schon. Zedra King ist nicht die Entwicklung. Zedra King ist Seemon, heißt es genau. Seemon. Das Meeresmonster. Seemonster. Seemon. Versteht ihr? Ja, egal. So. Eieiei. Hallo? Hi. Can you play with me? Giovanni schon wieder? Ich hab Angst. Ich hab echt Angst. Was mache ich jetzt? Ich glaube, der Paul ist inzwischen schon ab 18. Da kann ich eh quatschen, was ich will. Echt perverse Gute hier. Außer Transvestiten hier. Okay, ich bin geschockt, genauso wie dieses Ammonitas hier gerade. Scheiße. 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 Ich glaube, den Part werde ich in 7 Minuten beenden. Und dann gehe ich kotzen. Zedra schon wieder, lauter Seemons hier. Oh mein Gott. Also der Hack ist vielleicht verbuggt. Auch wieder ein negativer Punkt. Lapras, Eis, Wasser. Na, lass mal Kiffer sich austoben, wie gesagt. Kiffer muss sich trainieren. Aber meistens müssen wir unser Alduine trainieren. Weil unser Alduin ist momentan unser schwächstes Pokémon, muss ich ehrlich zugeben. Alduin kann momentan gar nichts. Genauso wie dieses Lapras gegen unser... Scheiße, ich sollte meine Kappe nicht so weit aufreißen. Na toll, das war jetzt, weil ich meine Kappe so weit aufgerissen habe. Das war jetzt die Rache. Ich riskiere es mal mit Alduin schon, ja. Ich weiß, Drache gegen Eis ist nicht so besonders schlau, aber egal. So, und wir sind schneller. Seht ihr, lieber Hater, ich hab das gewusst. Ne, ich hab das gewusst, ich kenne alle Initiativwerte aller Pokémon genau auswendig. So, sehr komische Route eigentlich. Sehr, sehr komische Route. Ich habe Angst, okay. Immer noch. Ich habe jetzt gerade eine fette Gänsehaut. Oh, endlich ein normaler Trainer. Na gut. Ich dachte schon, es kommt Arena-Leiter-Musik. Uiuiui, ich kriege hier schon Paranoia hier.
Na gut, Thunderwave und dann die Rap-Taktik. Ich weiß, du kommst wieder gegen ein Eis-Wasser-Pokémon, so wie Lapras vorhin, aber egal. Seht ihr, ich hab's gewusst, dass das Pokémon jetzt aussetzen muss. Sondern es wird gerappt, ich hoffe, jetzt kommt kein Eisstrahl. Oh man, das dauert lange. Ich mach das Dragon Rage und tschüss. So. Was ist Wapro? Was ist das? Aquana. Na gut, Aquana ist nur ein Wasser-Pokémon. Ich weiß nicht, ob Aquana auch Eis-Pokémon von alleine, Eisattacken von alleine lernt. Ah ja, das ist eine Eisattacke. Seht ihr? Mist, ist eine Eisattacke. Aber sie zieht uns nichts ab. Verdammter Mist. Oh, Rap hat keine AP mehr. Naja, machen wir jetzt Dragon Rage. Also die Schule kommt ja aber jetzt irgendwie viel stärker vor als in den letzten Parts. Uiuiui, Aquana verliert ja fast gar nichts. Aquana hat sehr, sehr viele KP, sehe ich jetzt gerade. Naja, tschüss Aquana. Level up. Na also, noch 5 Jahre wieder mal ein Dragoran. Da sind wir geschützt gegen Transen. So, ich fühle mich jetzt wieder Sanji auf dieser Insel da, in One Piece, falls ihr das gesehen habt. Wo er da auf dieser Insel trainiert. So fühle ich mich jetzt gerade. Seht ihr, schon wieder. Ich wechsle mal zu... Oh, schade, Kiffe ist down. Ich würde so gerne Kiffe einsetzen wollen. Und Sazen haben wir nicht dabei, leider. Aber alle unsere Pokémon haben jetzt Level 50, fällt mir jetzt auf. In dem Piwai, Piwai hat das niedrigste Level. Okay, Alduin schon ja eigentlich auch, aber Piwai will ich auch mal einsetzen. Smokescreen, na gut, das kannst du dir abschmücken. Abschmücken, ich sollte nicht abschmücken sagen. Sonst kommen ja noch mehr, ihr wisst schon was, ne? Was, Golduck? Enton, oder? Nee, Quatsch, Entoron. Oh, wollen wir Kill. Na gut, 2 und Volltreffer. Und Level 51 für PY. Seedrasch wieder. Lauter Seedrasch hier. Das ist wahrscheinlich die, das Pokémon der, ihr wisst schon was. Alduin, Junior. Sazen sollte ich mal mitnehmen. Wir müssen auch Sazen ein wenig trainieren langsam. Weil Sazen hat jetzt auch Level 50 und ist damit eins unserer schwächsten Pokémon in unserem Team. Im letzten Part war es noch unser stärkstes. Oder im vorletzten Part zumindest. So, ich probiere es mit Drachenwut. Wann hat Alduin Junior eigentlich Hyperstrahl? Ich weiß wann. Mit Level 55, wenn es sich entwickelt. Dann lernt es Hyperstrahl. Wir können es aber auch per TM Hyperstrahl lernen lassen. Wir müssen übrigens uns Hyperstrahl kaufen. Also durch den durch Münzen müssen wir uns Hyperstrahl kaufen, weil ich habe das noch in einem Pokémon drin, in einem Moveset. Das wird ein richtig, richtig cooles Team, sage ich euch. Eins der besten Movesets, das wir je in einem Let's Play hatten. Ist so in einem Pokémon-Let's-Play, meine ich. Aber ich würde euch jetzt so gerne die Attacken vorlesen wollen, aber ich will nicht spoilern. Ne, dann, seid ihr sicher nur, sauer abgestimmt oder so. Oder frustriert. Okay, ich kann euch sagen, PY wird noch, 2 Attacken erlernen. Auf jeden Fall kann ich euch sagen, dass Psychokinese bleibt. Und Chinesung auch. Mehr sage ich jetzt nicht mehr. Das war schon genug Spoiler. Dann kommen jetzt, ihr könnt jetzt bestimmt... Schreibt doch mal in den Kommentaren, was eure Vermutungen ist, was, welche Attacken PY noch erlernen wird. Schreibt es doch in die Kommentare. Oh mein Gott, ich klaue echt viel zu viele Sprüche von Gronkh. Ich sollte mich schämen. Ich sollte mich in Grund und Boden schämen. Ich glaube, das mache ich jetzt sofort. Ich schäme mich. Na toll, hier ist gar nichts. Echt toll, da hätte man noch wenigstens ein Item hinsetzen können. Hm.
ich hier sonst irgendwo noch lang oder brauchen wir das Surfer, um bei dir zu kommen? Ich wette, man braucht das Surfer. Ich meine, den Orden haben wir schon. Den haben wir ja schon in der letzten Arena geholt, in Fuchsania, von Koga mit dem bekommen. Ja, ich glaube, wir brauchen einen Surfer jetzt, oder? Das heißt, wir müssen jetzt in die Safari-Zone gehen. Im nächsten Part mache ich das allerdings erst. Denn ich muss Schluss machen. Ich muss jetzt gleich zum Schach. Ne, ein bisschen Schach spielen. Ist gut fürs Gehirn. Und für den Geist auch. Na gut, für den Geist eher nicht, aber gut fürs Gehirn und logisch denken und so, ne? Ah, Shop. Ja, wir wollten noch ein paar Bälle kaufen. Machen wir das schnell. Nicht, dass wir es vergessen. Wir brauchen eigentlich, ja gut, wir brauchen ja noch Geld für die Spielhalle. Wir können aber auch zocken bis zum geht nicht mehr. Ich kaufe mal 10 Superbälle, das müsste reichen. Okay, das hätten wir. Und jetzt, was machen wir jetzt? Jetzt haben wir unsere Pokémon. Ich stelle mich dann vor der Safari-Zone hin und dann beende ich den Part. Ja, wieder ein etwas kürzerer Part heute, aber am Freitag habe ich nicht so viel Zeit. Da habe ich mir jede Menge vor. Ihr bestimmt auch, oder? Also gut, ich muss dann mal Schluss machen, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Oder bis gleich, falls ihr das Let's Play in der Playlist seht. Ja, also dann, bis zum nächsten Part. Ciao!